Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das wird ein weiteres Repaint-Update. Das sind vier neue Pferde, glaube ich. Und die hier kennt ihr ja schon aus meinem Apfelschimmel-Tutorial. Die habe ich jetzt fertig gemalt. Die hat einen Verlauf in der Mähne bekommen. Erkennt man jetzt nicht so gut und auch im Schweif. Eine Blässe. Jetzt muss ich schauen, ob es die Augen fokussiert. Braune Augen. Und blöderweise ist mir beim, würde es scharf stellen, bei der Mähne schattieren ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar habe ich da drüben blöderweise die Farbe weggemacht. Jetzt hat die halt da noch eine Schärkung bekommen. Aber ansonsten gefällt sie mir ganz gut. Ja, ich habe jetzt die Kommentare für das... ich habe noch keinen Namen für sie gefunden, auch wenn viele schon in die Kommentare Namensvorschläge geschrieben haben. Ich werde mir dann noch einen Namen aussuchen. Wer aber sonst noch irgendwelche guten Ideen hat, kann die wieder in die Kommentare schreiben. Dann geht's weiter mit dem kleinen Rasmodias. Und ja, ich habe schon ein Pferd, wo Rasmodias heißt. Das ist einer von meinen Hanoveraner-Hengstmodellen. Das ist der jetzt, wo er ein Fohlen ist. Und nachdem der Hanoveraner, wo ich da habe, wo Rasmodias heißt, einen leichten Araberkopf hat, ist das jetzt halt das Araberfohlen. Er hat vier weiße Beine und so eine Blässe wieder. Andere Rasmodias. Und braune Augen. Da. Und ich stelle jetzt noch den anderen Rasmodias dazu, den älteren. Und ich finde, man sieht eine Ähnlichkeit, bis auf das, dass er halt noch ein Fohlen ist und nachdem man Schimmel ist, ist er halt sehr dunkel. Eigentlich hat er noch Dapples mit weißer Pastellkreide drauf, aber das erkennt man jetzt in dem Licht jetzt nicht so gut. Ja, aber eigentlich hat er noch so ganz leichte, helle Schattierungen halt. So, und wenn euch jetzt dieses Fohlen auch irgendwoher bekannt vorkommt, dann sage ich euch jetzt einfach, dass die Pferde, wo jetzt noch kommen, schon ein anderes Modell haben. Also, so wie jetzt gerade eben Rasmodias. Nämlich das ist Shadowplay. Die ist aus dem, ich glaube, Andalusia-Fohlen. Ja. Hat auch die gleiche Schickung wie die große Shadowplay. Hat auch die grauen Streifen in der Mähne und im Schweif. So sieht sie von der anderen Seite aus. Und sie hat auch hellblaue Augen. Da sieht man's. Ich stelle jetzt noch die andere Shadowplay dazu. Sodass man das sieht. Ich stelle jetzt ein bisschen mehr in die Mitte. So. Also man sieht die Ähnlichkeit, also finde ich. Und ja. So, das ist jetzt auch schon das letzte. Das waren ja nur vier Pferde. Und das ist jetzt, die ist jetzt nicht so bekannt, weil das ist ein kleines Fohlen und ich glaube auch noch auf keiner Live-Show oder so, wurde noch nicht so oft erwähnt, nämlich Sky. Ich weiß bloß, dass sie in einem Cremello-Tutorial von mir war. Und das ist sie jetzt in Erwachsen. Sie hat blaue Zopfgummis, ist halt ein Cremello geworden, hat blaue Augen. Die zeige ich gleich noch, ich zeige sie nur noch schnell von der anderen Seite. Ich finde, sie ist ganz schön geworden. Jetzt zeige ich noch schnell die blauen Augen. Da. Und jetzt stelle ich noch schnell das Fohlen dazu. So. Und ich finde, die sieht süß aus. Auch wenn dieses Blau von den Zopfgummis vom Fohlen ein anderes Blau ist, wie das, wo sie erwachsen ist, in der Mähne hat. Weil ich habe den Blauton nicht mehr gefunden. Ich habe jetzt nochmal alle Pferde hingestellt. Also meine vier neuen Repaints. Und die älteren Modelle jetzt dazu, sage ich jetzt halt, oder die ausgewachsenen. Oder bei Sky jetzt halt
das jüngere Modell dazu. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.